Oh, lang ist es her. Ich habe jetzt 8 Tage kein Video gemacht. Und ohne Scheiß, es tut mir wirklich leid. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe auch selber keine Ahnung, woran es liegt. Oder woran es lag. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber es gibt einfach sowas. Es gibt einfach so Tage, die sind nicht eure. Ihr stoßt euch irgendwie am Kopf. Oder verbrennt euch am Herd. Oder werdet schwanger. Oder halt keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall so richtige Opfertage. Oh, da habe ich gerade ein bisschen übersteuert. Naja, die letzte Woche bestand eigentlich nur aus solchen Tagen. Ich bin morgens aufgestanden und wusste direkt, oh mein Gott, ich kann auch eigentlich direkt sterben gehen. Und woran es jetzt wirklich gelegen hat, weiß ich auch nicht. Vielleicht die Pubertät. Oder ich habe mir irgendwie nicht richtig den Arsch abgewischt. Mit Pfirsichklopapier. Naja, und auch ein Grund, warum ich zum Beispiel so schlecht drauf war, war, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, dass ich keine Videos gemacht habe. Und ich meine, das ist ja ein bisschen kontraproduktiv, wenn du keine Videos machst, weil du keine Videos machst. Das ist ja irgendwie blöd. Und in der Zeit, wo ich jetzt halt eben keine Videos gemacht habe, habe ich die ganze Zeit Black Ops 3 gespielt. Interessiert zwar eh keinen, ich weiß. Auf jeden Fall habe ich insgesamt, glaube ich, schon 7 Nuklears gemacht an einem Tag und wurde ungefähr 20 Mal als Hacker reported. Ne, es gibt halt einfach einen Spielmodus, da sind die Spawns ganz fest. Das heißt, du musst dich an eine Stelle stellen und einfach nur in eine Richtung schießen und du tötest die. Und mehr ist es nicht. Ja, und das habe ich jetzt halt die letzten Tage gemacht. Oh! Als wäre ich hier gesandwicht oder was? Geil! Ah! Ah! Ja! Yeah. Oh! Nein! Oh ja! Ah, nice! Ich habe mir gerade eben noch das Justin Bieber What Do You Mean Video angeguckt, was Lion retweetet hat. Deswegen habe ich das jetzt als Ohrwurm. Na, es ist ja in Ordnung, das Lied. Ich habe ja schon mal erzählt, dass Justin Bieber gar nicht mehr so schlechte Musik in letzter Zeit macht. Also besonders halt eben das eine Skrillex-Ding. Und das neue Lied ist, ja, ist okay. Aber wenn ich ehrlich bin, ist es mir ein bisschen zu schwul. Jetzt nur homo. Schwul im Sinne von zu viel Rumgesinge. What do you mean today when you know you had a run? Ach ja, stimmt. Ich habe mich ja noch gar nicht übers Wetter beschwert. Es ist zu warm. 34 Grad. Im September? Ah! Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Na, ich war auf jeden Fall heute einkaufen und habe eine Bratwurst gegessen und ein Eis. Und das Ei. Oh, shit. Ohoho. Das ist ja der Traum. Ich weiß auch nicht, was mit mir in letzter Zeit ist. Früher in Gain Like Unique-Zeiten war es immer so, dass es Standard war, dass ich 8 Millionen Kisten gefarmt habe und nichts bekommen habe. Aber mittlerweile hat mich Notch erhört. Ich will sein Schwert. Ach du Scheiße. Merkt man, dass ich lange kein Minecraft mehr gespielt habe? Ach ja, ich habe noch eine relativ große Neuigkeit für euch. Ihr kennt ja alle den keinleben.net-Server. Meine Minecraft-Server, der beste Server der Welt, by the way. Und der bekommt bald ein richtig dickes Update. Also das bedeutet neue Lobby. Boah, der hat sich aber auch viele Tutorials angeguckt, der Rainbow. Boah, wie der ausweicht, ne? Ich am liebsten richtig ficken. Auf jeden Fall gibt es so nächsten Samstag, beziehungsweise dieses Wochenende, das erste Wochenende im September auf jeden Fall, gibt es höchstwahrscheinlich ein Update. Mit einer neuen Lobby, neuen Modi, beziehungsweise verbesserten Modi, neuen Maps. Und einfach mal generell, einfach mal ein bisschen was Neues. Weil ich meine, der keinleben.net-Server war jetzt die letzten Monate, hat man jetzt als Außenstehender nicht so viel gemerkt, dass da was passiert ist. Ach, geh doch weg, Mann! Boah, ich hasse solche Leute, die sich irgendwie so 4 Stunden Tutorials angeguckt haben, wie man so richtig schön nervt. Na, auf jeden Fall wurde in den letzten Monaten da ziemlich viel programmiert im Hinterstübchen. Das bedeutet, bald kommt noch ein dickes Update und da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Da mache ich auch einen dicken Livestream. Also, meine Freunde, es lohnt sich. Ich frage mich eigentlich, wie lange überhaupt dieses scheiß Finale geht. Ich hab keinen Bock mehr. Mann! Oh! Boah, wie der abfacken kann, ne? Oh mein Gott! Bitte nicht! Komm her, Mann! Oh, du bist so nervig! Oh mein Gott! Oh! Ey, ohne Witz, halt doch einfach mal dein Maul! Mich eben recken. Ich hab gerade mit dir gekämpft. Kid! Oh! Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Kid! Oh, ja! Mir platzt gleich so eine Ader. Ach ja, und für alle, die sich fragen, wie geht's meinem Auge? Ja, dem geht's wieder besser. Also, ich habe jetzt eigentlich kaum noch das Problem, dass da irgendwie mein Auge rumfuckt. Aber bei solchen Leuten, bei solchen Rainbows mit so einem geilen X als O. Oh, da kriege ich Krampfadern. Ach ja, bitte, bitte, Sir Flo, bitte, bitte bring mich einfach um. Was war nochmal meine Regel? Ich darf mich nicht über alles aufregen. Oh,
Was? Das war cool. So, du bist jetzt dran, Boy. Möchte ich bin der übrige... Na, Angelboy? Ah. Heißt sogar Rod Returns. Ach so. Kein Problem. Aber was mir aufgefallen ist, wenn ich so ein bisschen spiele, dann lenkt mich das immer ziemlich krass davon ab, wie warm es eigentlich ist in meinem Zimmer. Auch wenn ich dabei heiß laufe. Na? Du Spaß? Kannst auch ausweichen. Ah, nee. Hast dir keine Tutorials angeguckt. Oh! So, da hinten noch die zwei Spezialisten. Nix GG. Ach so, ja. Es fühlt sich auf jeden Fall echt wieder gut an, da zu sein. Und nicht mehr so scheiße drauf zu sein, warum auch immer. Können wir mal in die Kommentare schreiben, warum ich so scheiße drauf war. Vielleicht gibt es ja ein paar Experten unter euch, die sich mit Pubertät auskennen, die mir genau sagen können, warum ich so ein Spast bin. Ach, es gibt Zombies? Lol. Oh, ja!